Ach nee, wie hübsch. Aber schade um das schöne Geld. Wenn wir morgen wieder abreisen, dann schmeißen Sie all die schönen Blumen in Ascheimer. Ja, bitte? Wer ist da? Eine Dame. Und Ihr Name? Kein Name. Eine Dame ohne Namen. Na, dann lass sie mal kommen. Ach, das wird Ihnen schon noch leid tun, dass unser Gastbier hier nun zu Ende ist. Na, wenn's. Bitte, was kann ich für Sie tun? Frau Struve! Na, bitte, Liesel. Das ist aber mal eine Überraschung. Nee, da wird sie sich aber freuen. Die ganzen 4 Wochen, Tag für Tag, hat sie darauf gewartet, dass Sie mal eingucken. Aber nun haben wir da schon gar nicht mehr dran geglaubt. Tja, leider kann ich ja nicht immer so, wie ich will. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Oh, Moment. So. Über ein Jahr habe ich die Dirne nicht mehr gesehen. Ich bin ja so stolz, dass sie das so weit gebracht hat. Ja, die Impresarios. Wer? Ja, na, die Direktion. Die reißen sich doch geradezu um sie. Und nu, wo sie hier in Hamburg so Furore gemacht hat, da hat sie den großen Vertrag für Amerika gekriegt. Sie will also wirklich rüber? Ja. In 6 Wochen, da schippern wir schon über den Atlantik. Hätte ich gewusst, dass sie deren solche Karriere macht, dann hätte ich doch nie wieder geheiratet. Aber vor 5 Jahren, als ich meinen zweiten Mann kennengelernt habe, da stand ich als Witwe doch ganz ohne Geld und alles da. Wenn ich ihm damals erzählt hätte, dass ich eine Tochter habe, die beim Varieté ist, dann wäre aus der Hochzeit doch nie was geworden. Ja, weiß Ihr Mann denn gar nicht, dass Sie eine Tochter haben? Ja, das schon. Aber ich habe ihm erzählt, dass sie bei entfernten Verwandten in Kanada lebt. In Kanada? Tja, meine gute Elise. So habe ich ein schönes Zuhause, ein Leben ohne Sorgen. Aber wenn ich meine Tochter sehen will, dann muss ich mich heimlich hierher schleichen. Da haben Sie eine Tochter und haben doch wieder keine. Tja, so ist das. Ich meine, mein Mann hat ja auch eine Tochter mit in die Ehe gebracht. Die lebt nun in einem Internat. Ich hab sie ja auch gern, aber das ist eben doch nicht die eigene Tochter. Die Vorstellung, die müsste nun eigentlich zu Ende sein. Da, hören Sie, das Publikum ist ganz begeistert. Meine Tochter! Wissen Sie was? Das Beste ist, Sie gehen nur erstmal nach nebenan und warten, bis ich Sie wieder reinrufe. Tja, warum? Na, als Überraschung. Oh ja. Nee. Machen Sie sich mal in keine Umstände, mein lieber Herr Graf. Das ist ja wirklich furchtbar nett von Ihnen, dass Sie mir meine Tasche nach oben getragen haben. Aber nun, Elise, nimmst du dem guten Mann bitte die Tasche mit meinem Smuck an? Es ist eine große Ehre für mich, dass Sie mir Ihre kostbaren Preziosen anvertraut haben. Ja. Also, wenn Sie mir versprechen, dass Sie es nicht weiter sagen. Nicht eins der Schmuckstücke ist recht. Also nicht wahr? Also, Sie würden mir eine große Freude machen, wenn ich den falschen Schmuck gegen echten eintauschen dürfte. Und alles bloß, weil Sie mich als Künstlerin verehren. Sicher. Aber auch die schöne Frau. Oh. Ich würde mich freuen, wenn auch bei ihr so peu à peu ein freundschaftliches Gefühl wachsen würde. Na ja, dann soll ich Ihnen also für echten Schmuck falsche Gefühle vorspielen, was? Nee, mein lieber Herr Graf, dann trage ich lieber falschen Schmuck und spare mir meine echten Gefühle für jemand anders auf. Tut mir leid, aber ich muss Sie bitten zu gehen. Wir haben noch allerhand zu besorgen. Ich gehe nämlich morgen früh auf Reisen. Wo soll die Reise denn hingehen? Oh, das sag ich nicht. Sie, genau dort wollte ich auch hin. Wenn ich Sie einladen darf, mit mir zu fahren, ich habe einen wunderbaren Rolls-Royce. Vielen Dank, auch da muss ich Nein sagen. Tschüss. Ja, denn... Tschüss. Nicht zu glauben, immer das Gleiche. So ein alter Esel. Elise, auch heute Abend, da hast du was verpasst. Was haben sich die Leute gefreut? Na, du wirst dich aber auch gleich freuen. Ich habe nämlich eine große Überraschung für dich. Du? Was denn? Na, du lass mich doch nicht auf glühenden Kohlen sitzen. Ist was angekommen? Ach ja, da ist was angekommen. Was ist das denn? Das sage ich nicht. Wo steckt das? Hier drin. Oh, Mutter! Mutter, du bist hier! Der, ich krieg ja gar keine Luft mehr. Darauf kann ich nicht aufpassen. Das ist
ist die gerechte Strafe dafür, dass du dich so wenig um mich gekümmert hast, du Rabenmutter. Ach, Dian, du weißt doch, dass... Ja, ich weiß ja, das liegt nicht an dir. Hauptsache ist, du bist hier. Ach, gut siehst du aus, Mutter. Machst du einen Kaffee? Ja, gern. Elise, ja. Hast du noch einen für uns? Gern. Ohne Milch und Zucker? Oder schwarz? Schwarz. Schwarz. Ach, du bist noch hübscher geworden. Ach, Dian. Viel zu hübsch für dieses Ekelpaket von Mann, das du geheiratet hast. Spricht man so über seinen Stiefvater? Du kennst ihn doch gar nicht. Ganz egal. Ich bin sowas von gallig. Wie gern würde ich ihm mal ordentlich die Meinung sagen, diesem Herrn Stadtratstruwe. Was bildet er sich denn eigentlich ein? Ich bin doch nicht irgend so ein hergelaufenes Tingeltangelschlittchen. Ich bin nun eine der bekanntesten deutschen Tänzerinnen. Und wenn ich hier im Varieté arbeite, dann doch bloß, weil die am allerbesten bezahlen. Ich weiß aber, wir leben nun mal in Elmshorn. Und du weißt, er ist im Stadtrat und hat auch den ein oder anderen Ehrenposten. Und er ist Präsident vom Verein zur Aufrichtung gefallener Mädchen. Und zweiter Mann vom Keuschheitsbund. Und du, Mutter, bist die beste und feinste Frau von der Welt. Mal mit kein bisschen Courage. Sonst hätte es meinem lieben Herrn Stiefvater schon längst die Wahrheit gesagt. Ach, der, letzte Woche habe ich es doch erst wieder versucht. Da war doch das Bild von dir in der eleganten Welt. Als Libelle. Das war süß, ne? Süß sahst du aus. Ich habe es ganz zufällig beim Buchhändler auf dem Bahnhof gesehen. Und? Na, beim Frühstück habe ich dann so ganz nebenbei zu ihm gesagt, guck mal, ist das nicht eine aparte Person, diese Tänzerin Yvette? Was hat er gesagt? Oh, er war bösfühlsch über das Kostüm. Und die Frau von seinem Bruder erst, die Frau Geheimrätin. Sie hat sich gleich hingesetzt und einen Brief geschrieben. Hat sich bei der Bahn beschwert, dass so ein Schweinkram auf dem Bahnhof verkauft wird. Ist ja nicht zu glauben, arme Mutti. Du tust mir wirklich leid. Wie hast du es bloß geschafft, dass du mich hier besuchen kannst? Ach, das war ganz einfach. Mein Mann musste zum Sittlichkeitskongress hier nach Hamburg. Ach, guck an, der ist auch in der Stadt. Ja, und da bin ich ausgeknippt, hab den nächsten Zug genommen und bin auch hierher gefahren. Will bloß hoffen, dass ich ihm nicht irgendwo über den Weg laufe. Mutter, wir leben hier doch nicht auf dem Dorf. Ja, bitte? Du, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Einen Augenblick, bitte. Mr. Ellison ist unten. Bulli? Hm. Er fragt, ob du einen Augenblick Zeit für ihn hast. Na klar, er soll raufkommen. Ja, sie lässt bitte. Bulli, wer ist das denn? Das ist ein ganz treuer Verehrer. Hat sich partout in den Kopf gesetzt, dass ich seine Frau werden soll. Seit 2 Jahren reist er hinter mir her. Und jeden Abend, wenn meine Nummer an der Reihe ist, dann ist er pünktlich da. Und ist mein Gastspiel dann zu Ende, dann kommt er, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, angedackelt und fragt, wann ich denn endlich Ja sag. Der arme Dackel. Oh, Stackel. Ja, manchmal tut er mir wirklich leid, der gute Bulli. Aber wieso Bulli? Ich hatte doch meine Bulldogge. Die war sowas von eifersüchtig auf alles, was näher an mich rangekommen ist. Ganz egal, ob das nun ein Hund oder ein Mensch war, dass sie alles weggebissen hat. Genauso macht er das auch. Come in, please. Good evening. Oh, meine Damen. Guten Abend, Bulli. Darf ich vorstellen? Mr. James Ellison, meine Mutter. Die Frau Mama! Oh, ich bin sehr gefreut, Sie lernen zu... Oh, pardon. Sie lernen zu kennen. Ganz meinerseits, Bulli. Oh, Entschuldigung, Mr. Oh, das macht nichts. Sagen Sie ruhig, Bulli. Das höre ich sehr gern. Das sei die einzige liebe Wort, was mir Ihre Tochter gegeben hat. Seit unserer Bekanntschaft. Take Platz, please. Danke. Das sei mir übrigens sehr angenehm, dass Sie seien da, denn ich habe zu machen eine kleine Frage an Ihre Tochter, wovon Sie beide werden sein sehr überrascht. Geht er dann wieder los? Miss Yvette, wollen Sie werden meine Frau? Sie werden es nicht glauben, lieber Bulli, aber ich habe fast geahnt, dass Sie mich das heute fragen. Und was sagen Sie dazu? Es tut mir wirklich furchtbar leid und ich habe Sie richtig gern, aber... Sie sagen nein. Ja. Sie sagen ja? Nein! Sie sagen nein. Sie können mir kongratulieren. Wozu? Ich habe sie eben bekommen von Ihrer Tochter, meine 25. Kiste. Kiste? Korb! Was? Sie meinen Korb. Ich meine Korb. Ah, das ist ein Jubiläum! Es müssen werden gefeiert! Da will die beiden Damen einladen, seine kleine Sophie. Ja, was meinst du, Mutter? Also, Dian, ich weiß nicht. Sie kommen mit, Schwiegermama. Schwiegermama? Sie werden es ja doch. Ich hab Zeit. Ich kann warten. Ihre Tochter wird schon sagen eines Tages. Ja, schon möglich. Aber vielleicht einem anderen, was? Oh, das wäre nicht sehr klug von Sie, Miss Yvette, denn ich bin eine sehr gute Boxer. Ich wollte diesem Kerl zerbrechen, alle Bones in die...
Bleibe, und was machen Sie mit einem zerbrochenen Mann? Da hat er recht. Also gut, holen Sie uns in 10 Minuten ab, ja? Wir machen uns derweil fertig. Komm, Mutter. Bitte, ich weiß nicht mal, was ich anziehen soll. Na, du siehst doch wunderschön aus. Ich hab nicht mal einen Abendmantel mit. Dann kriegst du eben einen von mir. Bis gleich, Bulli. Bis gleich! Oh, Entschuldigung! Was wollen Sie? Pardon, ich wusste nicht. Ich wollte nur... Sie wollen zu Miss Yvette? Allerdings, das haben Sie richtig erraten. Wer sind Sie und was fällt Ihnen einfach ein, so zu kommen hier herein? Ich wollte dem gnädigen Fräulein nur diese Blumen überreichen. Das werde ich für Sie besorgen. Geben Sie her. Was erlauben Sie sich? Ich werde Miss Yvette sagen, eine alte Pavian war da und das stehen Sie sich! Wunderschöne Blumen hat er gebracht und sie wird sagen, wunderschöne Blumen, wo sind sie geblieben? Und ich werde sagen, die Blumen, die habe ich an die Wand geschmeißt. Und verschiebt. Und die alte Pavian habe ich gejagt für die Städler hinaus. Mein Blumenstrauß. Und wenn Sie nicht sofort machen, dass Sie hier verschwinden, dann sehen Sie gleich aus wie Ihre Blumenstrauß. Also nicht zugleich. Hier einer? Ein alter Affe mit Blumenstrauß. War der schon wieder da? Ich habe ihn an die Wand geschmeißt. Was, den Affen? So, den Blumenstrauß. So, und jetzt gehe ich bestellen eine Box für die Souper. Good evening! Ach Gott, wo seid? Und reich ist er auch noch. Ja, bitte? Was? Wer ist da unten? Augenblick bitte. Moment. Yvette? Yvette! Ja, was gibt's denn? Weißt du, wer mit dir sprechen will? Keine Ahnung. Dein Stiefvater. Was? Herr Struve? Mhm. Der ist hier im Theater. Ja, was der wohl von dir will? Na, das ist doch klar. Er hat rausgekriegt, dass Mutter hier ist. Ja, aber er weiß doch gar nicht, dass du ihre Tochter bist. Da hast du recht. Das ist ja sonderbar, was? Mhm. Ich muss auf jeden Fall mit ihm sprechen. Ich lasse bitten. Ja, sie lässt bitten. Das ist ja komisch. Komisch. Ja, aber deine Mutter, die ist doch nebenan. Sollen wir ihr denn nicht lieber Bescheid sagen? Na, bloß das nicht, sonst trifft sie noch der Schlaf. Geh du mal rein und pass auf, dass sie uns hier nicht in die Quere kommt, ja? Und sag ihr, das geht hier ums Geschäft. Mein amerikanischer Manager ist hier, oder so. Manager, ja. Und du ziehst dir schnell was anderes an. Na, warum das denn? Na, ich denke, der hat so einen Sittlichkeitsfimmel. Oh Gott, da hast ja recht. Komm, wir suchen was raus, was ein bisschen weniger halsfrei lässt. Sowas habe ich gar nicht. Aber ich. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, niemand da. So sieht also die Rückseite von so einem Lotterladen aus. Na, schön. Oh, Buchsbaum. Der hat mir gerade noch gefehlt. Sag mir, Struve, was hast du eigentlich mit mir vor? Wir fahren als Delegierte von Elmshorn zum Sittlichkeitskongress nach Hamburg. Wir gehen da aber nicht hin, nee. Du schleppst mich hier ins Varieté. Ich meine, ich habe mich ja allerbestens amüsiert. Was? Ich habe mich wohl verhört. Amüsiert hast du dich? Ja, du vielleicht nicht. Ich habe mich aufgeregt. Moralisch. Hast du mir das denn nicht angesehen? Nee, gerade andersrum. Hier, bei dieser Tänzerin, dieser schmucken Yvette, da hast du nach jeder Nummer wie verrückt geklatscht. Ich? Jawohl. Ach, das hast du ganz und gar verkehrt verstanden. So habe ich gemacht. Ich habe meine Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dass es so etwas gibt. Ja, aber warum hast du denn immer Bravo, Bravo gerufen? Ich habe nicht so Bravo, Bravo gerufen wie die anderen. Ich habe gemeint, Bravo, Bravo. So weit sind wir also gekommen, dass die Tänzerin halt nackt auf der Bühne rumhopsen. Bravo. Ja, aber hör mal, weggeguckt hast du aber nicht, ganz und gar nicht. Hier. Hast das Opernglas ja gar nicht mehr von den Klüsen gekriegt. Aber nur, damit ich ganz genau studieren kann, wie weit sie mit ihrem schamlosen Tun noch geht. Dann hast du auf diesem Gebiet heute ja fast deinen Doktor gemacht. Ja. Aber sag mal, wieso willst du denn jetzt auch noch persönlich mit ihr sprechen? Ich will ihr die Meinung sagen, ihr die Leviten lesen.
und er will sie zurückführen auf den Pfad, wo Tugend noch zählt. Und wenn ich sie an die Hand nehme, dann wird sie diesen Pfad auch finden. Überhaupt werde ich von jetzt an all meine Arbeit, all mein Streben ganz nach Hamburg verlegen. Ja, hier ist noch was los. Bei uns in Elmshorn, das bisschen sittenlose Getue, das zählt ja gar nicht. Aber hier, das ist was anderes. Hier kommt man aus dem Igitt-Igitt-Igitt-Sagen gar nicht wieder raus. Na. Da bin ich ja gespannt, was die schmucke Yvette dazu sagt, dass du sie bekehren willst. Ja, das werde ich dir dann alles später erzählen. So, Wiedersehen. Wiedersehen, Struve. Ja. So, den bin ich los. Du willst mich wohl loswerden? Was ich der Dame zu sagen habe, das kann ich ihr nur unter vier Augen, ohne Zeugen sagen. Und dann, einer von uns muss ja auch zu dieser Versammlung. Und du als Kassenwart und Protokollführer. Ah, na gut, ich lass dich allein. So, meine Güte, hat der aber wirklich oft eine endlos lange Leitung. Und gib ihr tüchtig Bescheid. Ja, kannst dich drauf verlassen. Und noch was. Achtung, hier in der Großstadt ist das Pflaster ab und zu sehr glatt. Pass auf, dass du nicht abrutscht. Nee, nee, ich pass schon auf mich auf. Ich nehme mir ein Taxi. Ja, sehr gute Idee. Er ist ja ein guter Kerl, aber manchmal geht er mir doch ziemlich auf die Nerven. Also, ein Glück, dass ich unseren ein Tropfen Eau de Toilette, das zieht sie gleich ins Bett. So, nun sollen wir doch erstmal einmal drauf kommen, dass ich sozusagen der oberste Tugendwart von Elmshorn bin. Nun kann sie kommen, die süße Puppe, wenn ich bloß auch ein paar Blumen für sie hätte. Ah, die Blumen! Guten Tag! Konkurrenz. Gott sei Dank! Der Bullenbeißer, der ist weg. Den Blumenstrauß werde ich ihm ganz schnell ablosen. Wer ist denn das nun schon wieder? Was wollen Sie hier? Hey, pardon, ich hatte nur die Absicht. Ihre Absichten kenne ich. Mit welchem Recht kommen Sie überhaupt reingestiefelt? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Graf Rolls-Royce. Aha, ja, er will sich wichtig machen. Na warte, Baron Mercedes. Auch eine feine Marke. Ja, sehr schuldig, was schon. Hier mit dem Blum. Ist mir das? Und nun sieh zu, dass du hier die Kurve kriegst, alter Nussknacker. Also, was haben die da eben gesagt? Nuss und Knacker. Und nun knack ab, du alte Nuss. Unverschämt! So, Blumen hätten wir nun auch. Nun können sie kommen, die schmucke, süße Yvette. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ach, das macht doch nichts. Nanu, die sieht ja aus wie eine von der Heilsarmee. Nanu, der sieht ja aus wie ein Papagei. Darf ich fragen, was ich für Sie tun kann, Herr Struve? Ja, das lässt sich nicht so einfach. Also, was ich sagen will, ist... Die Sache ist die. Da ist doch hier in der eleganten Welt ein... Foto von Ihnen drin, das sind Sie doch. Ja, ja. Ach, und als ich das gesehen habe... Da sind Sie ganz wild geworden, was? Wie kommen Sie denn darauf? Na, wegen all der Sachen, die ich nicht anhab. Aber so ist es nun mal in meinem Beruf. Jetzt sehen Sie ja, wenn ich nicht auf der Bühne tanze, dann bin ich ganz anders. Ja, das sehe ich. Ich lebe bloß für mich und für meine Kunst. Ist wahr? Sie können sich sicher vorstellen, wie häufig mir die Männer auf den Hacken sitzen. Aber bisher habe ich ihrem Werben immer ausweichen können. Ach, kick mal an, das ist ein Schönschied. Bitte. Ich meine, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Da bin ich ganz platt. Ich meine, wenn man Sie so auf der Bühne sieht. Was? Sie haben mich tanzen sehen? Ja, heute Abend. Sie gehen ins Varieté. Ja, warum denn nicht? Und ich habe mich großartig amüsiert. Haben Sie nicht gesehen, wie toll ich geklatscht habe? Und da haben Sie nicht Gift und Galle gespuckt? Ja, warum soll ich denn Gift und Galle spucken? Naja, wegen meiner Kostüme. Ich meine, als Libelle, da hatte ich doch ein bisschen viel nicht an. Oh, sehen Sie mal, bei uns in Elmshorn
da haben die Libellen gar nichts an. Also mir fehlen die Worte. Ich habe mir von Ihnen ganz anderes Bild gemacht. Wieso? Sie kennen mich doch gar nicht. Ja, ich meine eben, als ich hierhin kam, da habe ich mir gedacht, oh, das ist meine feine Persönlichkeit, so ein Stadtrat oder sowas. Ja, das bin ich. Ein Mann mit strenger moralischer Richtschnur, so ein Obermacker vom Sittlichkeitsverein. Das bin ich auch und das haben Sie mir sofort angesehen. Das ist ja kolossal. Und? Hab ich recht? Ja, also bei uns in dem Zorn, da bin ich ja sowas wie der oberste Sittenwächter. Aber wenn ich ab und zu in der Bahn sitze und mich da verdünnisiere, abhaue aus meiner muffigen kleinen Stadt, dann bin ich ganz fidel und lustig. Und wenn ich dann, so wie heute Abend, unter vergnügten Menschen im Varieté sitze, vor mir eine schöne Flasche Rotwein und über die Bühne, da schwebt dann so eine entzückende junge Frau wie Sie, dann grünt in mir der alte Adam so richtig durch und da habe ich mir einen Ruck gegeben und habe zu mir gesagt, die Idee muss ich kennenlernen und da bin ich. Und deshalb sind Sie hergekommen? Ja. Und ich habe gedacht, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich jetzt einfach... Ach, was, ich freue mich doch, dass wir uns kennenlernen. Ja? Ja, ich könnte mich kringeln vor Lachen. Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Gar nicht. Ich kann das sogar alles gut verstehen, was Sie mir eben erzählt haben. Ja? Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Na? Das gibt da so ein Spielzeug für kleine Kinder. Eine Holzkiste mit einem Teufelchen drin. Der möchte so gern raus aus der Kiste, kann aber nicht. Denn er hat einen Deckel auf dem Kopf, der ihn mit Gewalt runterdrückt. Aber da braucht bloß mal irgendjemand auf den richtigen Knopf drücken. Dann springt der Deckel auf und der kleine Teufel hüpft raus. Ja, kenn ich, kenn ich. Und Sie meinen, ich bin auch so ein kleiner Teufel? Genau so. Sitzen Sie in Ihrer dunklen Kammer mit keiner Luft und keiner Sonne da drin. Runtergedrückt von all den Duckmäusern und Spießern um Sie rum. Stimmt, stimmt, mit dem Brett vom Kopf. Aber da braucht bloß mal irgendjemand auf den richtigen Knopf drücken und schwupps ist er da. Der wahre Jakob. Ja, ja, und ich danke Ihnen auch, dass Sie bei mir mal auf den richtigen Knopf gedrückt haben. Wo wir gerade von Knöpfen reden. Sie sind so zugeknöpft. Ach, so zugeknöpft bin ich sonst gar nicht. Voila! Oh, das ist ein Büchs. Gefall ich Ihnen? Ja, Sie sehen aus, also zum Anbeißen. Darf ich Ihnen ein paar Blumen... Die sind ja wunderschön, die müssen doch ein Vermögen gekostet das haben. Das habe ich ganz günstig gekriegt. Also, ich sag von Herzen das. Wissen Sie, ich habe wirklich ein Meer von Blumen bekommen heute, aber... Über Ihre, mein lieber Herr Struve, da freue ich mich am meisten. Ist wahr? Ja. Dann können Sie mir vielleicht eine kleine Freude machen und sich revanchieren? Womit denn? Naja, wie wir uns ja nun so gut verstehen und wo wir beide uns auch so schon so schön rausgeputzt haben. Wie wäre es denn, wenn wir darauf, dass wir uns kennengelernt haben, eine schöne Flasche Sekt aufmachen? Wenn ich das bloß ein bisschen eher gewusst hätte. Nur habe ich schon eine Einladung zum Souper angenommen mit einem guten Bekannten. Ach, den schicken wir allein zu Bett. Na, Sie sind mir ja vielleicht einer. Also gut. Mutter wird da bestimmt nichts gegen haben. Mutter? Was denn für eine Mutter? Meine Mutter. Ach, eine Mutter haben Sie auch? Kann man ja wohl nichts gegen tun. Heutzutage hat ja jeder anständige Mensch eine Mutter. Ich hatte auch mal eine. Stellen Sie sich das bloß mal vor. Fast ein Jahr habe ich Sie überhaupt nicht gesehen. Und rein zufällig kommt sie gerade heute und besucht mich. Ach, was ich für ein Sott habe. Ich freue mich da schon drauf, wenn ich Sie mit ihr bekannt machen kann. Passt auf, der setze glatt auf den Moors. Also, wenn Sie sich so leicht erschreckt, dann lassen wir Sie doch lieber weg. Ich meine, das wollen wir einer alten Frau doch nicht antun. Oh, so alt ist die gar nicht. Die würde Ihnen gut gefallen. Ja, wie alt ist sie denn? So um die 50. Ach, den Jahrgang habe ich zu Hause auch. Ich habe mich so darauf gefreut, den Abend mit Ihnen allein zu sein. Aber ich bin noch nie mit einem Mann allein zum Souper gegangen. Einmal ist kein Mal. Na, Ihnen kann man ja einfach nichts abschlagen. Also, einverstanden? Einverstanden. Ich stelle bloß noch schnell die Blumen ins Wasser. Ja. Bin gleich wieder da. Meine Güte, ist das ein süßer Schnuckel!
Und dann ist sie auch noch ganz verrückt nach mir. Hoppchen, du bitte. Gut, dass Sie noch da sind. Da ist die alte Nusskinderei ja schon wieder. Ich habe Sie doch eben erst rausgeschmissen. Ja, das war eine Frechheit. Das ist mir heute schon mal passiert. Ja, und warum stehen Sie denn hier immer wieder auf der Matte? Sie haben mir meinen Blumenstrauß weggenommen. Ja, das kam mir ganz gut zu Pass. Also, ich will ihn ja auch bezahlen. Gut, denn ist das was anderes. Ja, was hat er gekostet? 3000 Mark. Ja, was? Wir haben Sie wohl nicht mehr alle 3000 Mark für die paar Primeln? Quatsch. In den Blumenbein gekniet mit einem teuren Brillantring. Was? Für Fräulein Yvette. Als Beweis, wie sehr ich sie verehre. Wie kommen Sie dazu, der Dame solche Geschenke zu machen? Wie kommt sie dazu, mir mit Gewalt die Blumen wegzugrapschen? Da habe ich auch wieder recht. Ich will auf der Stelle mein Geld haben. Ja, aber 3000 Mark, so viel habe ich doch nicht bei mir. Dann lasse ich Sie von der Polizei abholen. Nein. Ich lasse mir doch nichts klauen. Machen Sie doch mal halblang, das war doch nur ein kleiner Spaß. Gar nicht witzig. Ich will auf der Stelle meinen Ring wieder haben. Ja, nun gehen Sie erst mal raus, warten Sie draußen. Ich krieg das schon hin. Gut, ich warte. Ja. Aber nur eine Viertelstunde, nicht länger. Sonst hole ich die Polizei. Das ist ja eine schöne Tasse Tee. Oh, womöglich lande ich noch hinter schwedischen Gardinen. Aber vielleicht hat sie den Ring ja noch gar nicht gefunden. Nee, mein lieber Herr Struve. Also das ist nun wirklich zu viel. Sie verwöhnen mich ja. Wieso? Na, erst die wunderschönen Blumen. Und als ich sie ins Wasser stelle, da finde ich da dieses kostbare Präsent zwischen. Sie hat ihn schon gefunden. Wunderschön. Was für eine Überraschung. Ja, könnte wohl laut sagen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass in den Blumen auch noch was versteckt war. Ich auch nicht. Jetzt muss ich diesen Ring wieder abknüpfen. Und dass Sie auch noch wissen, was ich leiden mache? Ja, also, ich mache ihn gar nicht leiden. Aber Sie haben ihn doch selbst ausgesucht. Ja, das wohl. Aber nun, wo ich ihn an Ihrer entzückenden kleinen Hand sehe, nein, der macht einen großen Fuß. Geben Sie her. Auf was? Mir gefällt er. Ja, und dann ist er ja auch ganz sogar verkehrt. Warum das denn? Ich habe dem Juwelier extra gesagt, für die linke Hand und nicht für die rechte. Ja, doch, das ist doch ganz egal. Nein, ist das nicht. Also in sowas, da bin ich eigen. Geben Sie ihn schon her. Auf was? Ich behalte ihn. Wissen Sie, ich habe noch niemals von einem Mann ein Schmuckstück angenommen. Aber bei Ihnen, mein lieber Herr Struve, da mache ich gerne eine kleine Ausnahme. Ja, ich bin Glück gehabt. Sie haben mir so eine große Freude gemacht. Wissen Sie, was Sie dafür bekommen? Ja, mindestens 3 Monate. Mein Bild als Libelle mit Widmung? Ehrlich? Ja. Für 3000 Mark ist das hier direkt geschenkt. Wunderschön. Also Sie wollen diesen Ring absolut behalten? Ja, natürlich. Was fragen Sie das denn in einer Tour? Ich muss es ja nur wissen. Oh Mann, der alte Nussknacker. Ich bin sofort wieder da. Ja. Bitte? Ein komischer Kauz. Elise, oder? Komm mal da rein. Was wollte er denn? Das wirst du gleich zu wissen kriegen. Na, ist dein amerikanischer Manager endlich weg? Das war gar nicht mein Manager. Weißt du, wer eben hier war? Na, wer denn? Herr Stadtrat Strube. Mein Mann? Ja. Ich hab ja gewusst, dass es schief geht. Der Elisabeth ist dem ganz schön grob mit dir umgesprungen. Och, das kann ich eigentlich nicht sagen, nö. Ja, weiß er denn nicht, dass gar nichts weiß er, Mutter. Ja, was wollte er denn von dir? Ja, warum ist er denn überhaupt hierher gekommen? Ach, ich kann's mir schon denken, er war so gallig über das Bild in der eleganten Welt. Da hat er dir wohl ganz schön die Leviten gelesen, was? Ja. Ich habe wirklich ordentlich was von ihm abgekriegt. Aber wartet's nur ab, ihr beiden. Wir zwei, wir werden noch die allerbesten Freunde. Und wisst ihr, wo ich in den Urlaub hinfahre? Na, wo denn hin? Nach Elmshorn. So, die 10 Minuten sind vorbei. Darf ich bitten? Oh, lieber Bulli, Sie kommen genau richtig. Aber es tut mir furchtbar leid. Sie müssen Mama allein zum Souper führen. Oh, ich war schon so gefreut. Und Sie? Ich gehe mit einem anderen Herrn aus. Was? Mit Herrn Peter Strube. Nun schlägt's 13. Sorry, Mom. Ich werde diese Strube, Peter, zerbrechen. Alle Bones in die Leibe. Brav sein, Bulli. Du gehst mit meinem Mann aus? Miss ja, Erdi? Wo wollt ihr denn hin? Zum Sittlichkeitskongress. Was? Also bitte, reichen Sie Mama den Arm, ja? Oh, please. Okay. Darf ich bitte? So, darf ich bitte. Oh, viel Vergnügen, ihr beide. Und amüsiert euch gut. Sind Sie dieser Strudel? Strube, wir sprechen uns noch. Ja, später vielleicht. Brav sein, Uli.
Okay. Wer war das denn? Das ist ein guter Bekannter. Nein, nein, ich meine die Dame. Das? Das war meine Mutter. Oh, sehr elegant und schick. Ja, sehen Sie, sowas kriege ich in Elmshorn nie zu sehen. Schnell, meine Stola hier. Den alten Nussknacker habe ich schön reingelegt. Der wollte unbedingt meinen Namen und die Adresse wissen. Habe ich ihm die von Buxbaum gegeben. Also, ich wäre dann soweit. Ich auch. Herr Stadtrat. Gnädigste, darf ich bitten? Danke. Mit Bohnen, Steig und Rohr, ain't Pott mit Brie. Der Lord, ich Brie und Bohnen, Stone und Tanz mit Queen Marie. Der Lord, ich Brie und Bohnen, Stone und Tanz mit Queen Marie. Wer auf ein Fusenverfahren schallt, damit ob wir den in diesem Sitten streng haus? Die Herrschaft, die sind doch verreist. Stimmt, das ist die Gelegenheit, das müssen wir ausnutzen. Ja. Kommen Sie, Anna. Und wenn Marie nicht tanzen kann, der netze Schäfe fein, denn trägt sie lange Kleider an, denn ist das nicht zu sehen. Wer wird wo dann noch anschauen? Wer wird wo dann noch an? Ach, die Frau Geheimrat. Ich dachte, die wäre weg. Och, nee. Du hast sie den Drehorgel heimlich weggejagt. Nun zieh da weiter. Eine alte Meckertante ist sie. Die geht einem ja fürchterlich auf die Nerven, die alte Fregatte. In einer Tour, da hat sie was zu quengeln. Und überall, da steckt sie ihre Nase rein. Sogar in meine Privatsachen. Immer, wenn ich ihr das Frühstück bringe, dann kriege ich von ihr eine Lektion, wo im Leben überall Gefahren für uns unverheiratete Mädchen lauern. Und im Keuschheitsbund, da soll ich auch rein. Aber da steht mein Bräutigam davor. Vater und Mutter lassen sich auch von ihr rumkommandieren. Du liebe Zeit, wenn die mitkriegt, warum ich auf einmal nach Haus gekommen bin. Ja, genau, Fräulein Lotte. Was ist denn überhaupt passiert? Ich wusste ja gar nicht, was ich sagen sollte, als Sie gestern Abend auch mal mit Sack und Pack vor der Tür standen. Ach, Anna. Aber Sie dürfen mich nicht verraten. Warum sollte ich denn? Rausgeschmissen haben Sie mich. Aus dem Sizilienstift? Ja, stellen Sie sich das bloß mal vor. Oh, nö, wie gemein. Ja, nicht? Was haben Sie denn ausgefressen? Die Direktorin, die alte Schreckschraube. Wie die Büchskrägen hätte sie mich. Wie die Büchskrägen? Ja, abends, im Park. Ja, aber da ist doch nichts bei. Naja, ich war nicht allein. Fräulein Lotte. Ach, Anna, Sie haben doch auch einen Liebsten. Sie müssen das doch verstehen. Na klar doch, da verstehe ich eine ganze Menge von. Wir haben uns doch so lieb. Aber diese alten Anstandstanten, die passen ja auf wie Schießhunde. Darum haben wir uns immer heimlich im Park getroffen. Vorgestern Abend bin ich auch wieder, ohne dass sie was gemerkt haben, aus dem Fenster raus. Er ist über die hohe Mauer in den Park geklettert und gerade als wir uns küssen und uns um die Arme fallen, da steht auf einmal die alte Chatek vor uns. Ach, du Christi Motten. Was sagen Sie denn bloß Ihren Eltern? Vor allem Vater. Ich hab ja so Angst vor ihm. Und denn erst die da hinten. Ich mach da gar nicht dran denken. Anna, wo sind Sie denn? Wo ist sie denn zu Hause? Da ist sie schon. Was sag ich denn jetzt bloß? Anna! Charlotte, du bist da? Ich meine, du bist hier und nicht da? Ja, ich bin hier. Das ist eine Überraschung, nicht? Ja, ja, ja. Aber wie kommt das denn, dass du mitten im Semester nach Haus kommst? Ja, das ist nämlich so bei uns im Internat da. Masern. Masern. Bei uns im Internat haben sie auf einmal alle die Masern gekriegt. Masern? Ja, stell dir das bloß mal vor. Also das tut mir ja leid. Ja, was meinst du, wie wir das ist?
leid, obwohl ich doch so gern da bin. Ja, ja, das ist ja auch wunderschön, Dani. Vor allem dieser wunderbare Park. Ja, habe ich auch immer die meiste Freude. Na ja, ich will hoffen, du tust alles, damit die Frau Direktor mit dir zufrieden ist. Och, die freut sich eigentlich immer, wenn sie mich sieht. Naja, Kukuloros. Sag mal, Anna, ist denn mein Schwager noch gar nicht wieder zurück? Nee, Herr Struve, der ist noch nicht wieder da. Das schicke die. Ich denke, fahr das zum Kongress nach Hamburg. Na ja, aber dieser Kongress ist ausgefallen. Was? Ja, ja, ja. Hier, das steht doch hier alles im Blatt. Aha. Ja, wo haben wir das denn hier? Befriedigung zu Reichskongress. Nee, hier. Also, der Kongress der Liga für Sitte und Moral, welcher gestern am Saal des Hamburger Atlantik-Hotels tagen sollte, wurde in unverantwortlicher Weise von gewissenlosen Elementen gesprengt. Als der Präsident, Herr Professor Zickendreher, die Versammlung eben mit einer feierlichen Ansprache begrüßt hatte, stürmte ein Trupp junger Leute in den Saal und warf eine Anzahl von Stinkbomben unter die entsetzten Teilnehmer, die fluchtartig den Saal verließen. Stinkbomben! Oh. Oh nee, wie gemein. Na. Armer Papa. Ja, 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 dann geht ja noch weiter. Wie sich nachträglich herausgestellt hat, galt der Angriff einer politischen Versammlung, die zu gleicher Zeit in einem anderen Raum des Hotels stattfand. Sie Schürli und Svino, du rückst doch noch. Das ist eine stinkfeine Gesellschaft. Wo ist denn eigentlich deine Stiefmutter? Ist die auch noch nicht von ihrer Reise zurück? Nee, soviel ich weiß, musste die gnädige Frau noch zu einer kranken Tante von ihr. Das schaut zu, Donnerchen. Gerade heute wird mir das gut passen, wenn deine Eltern da wären. Ja, ja, Graf von Birkstedt will mich besuchen. Ja, unser verehrter Schirmherr. Ja, da muss ich doch zumindest ein paar Canapés anbieten, ne? Was bloß Canapés? Na ja, das muss genügen. Wir können ja auf jeden Fall was vorbereiten. Ja, och, das wäre ja schön. Ja, dann bin ich doch die Sorge schon mal vom Hals, ne? Ja, da muss ich auch noch ein bisschen was besorgen, ne? Ja, ja! Und wer schafft uns die Olle vom Hals? Vielleicht kann ich sie ja mit Masern anstecken. Ja, ja! Fried! Lotte! Oh, um Gottes Willen, wo kommst du denn her? Oh, guten Tag, ich bin Fried. Anna, wenn dich hier jemand sieht. Ach, keine Bange, ich schleich doch schon eine halbe Stunde ums Haus rum, ne? Ich hab doch gesehen, dass keiner da ist. Um ein Haar wärst du meiner Tante in die Arme gelaufen. Die alte Dame? Die alte Dame, die gerade weg ist. Gott sei Dank sind meine Eltern verreist. Na also. Aber wenn nun jemand kommt. Keine Angst, Fräulein Lotte. Ich pass schon auf. Draußen. Du süßer Schmetterling. Oh, mein Schnurker. Oh, du rumpelst ja. Ich bin doch so ordentlich runtergerasselt. Wo denn? Von der Mauer im Park, als ich ausgebüxt bin. Ach, du armer Stackel. Da kriegst du auch ein Kützchen für. Oh! Gottes Willen. Was hast du dir denn noch alles verknackt? Brauch mal lieber nicht, ne? Warum bist du überhaupt hergekommen? Ja, na hör mal. Ja, das ist doch meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, ne? Ja, ich kann mir doch vorstellen, was diese alten, vertrockneten Spinatwachteln, was die für ein Puhai machen werden. Die werden doch alle über dich herfallen. Aber ich halt schützend meine Hand über dich, ne? Weißt du, ich werde mich einfach vor deine Eltern hinstellen und werde ihnen sagen, ob ich das mal mit Essig sauber tun hätte versuchen sollen. Ich werde Ihnen sagen, ich habe Ihre Tochter lieb und möchte gerne um Ihre Hand anhalten. Fried, du bist ein Held! Aber was wird deine Familie dazu sagen? Ich habe doch bloß noch einen Onkel. Dem habe ich einen langen Brief geschrieben, wo ich ihm alles drin weiß. Wenn der mich doch sagt, dann... Dann brennen wir einfach durch. Jawohl. Unsere Liebe kann nichts und niemand aufhalten. Ja, bloß von der Mauer werde ich meinen Lebtag nicht wieder runterspringen. Lotte, Ihr Vater kommt gerade von der Bahn. Oh Gott, Fried, tu mir den einzigen Gefallen und verschwinde hier. Hier, da, durch den Garten. Er darf dich erst mal nicht sehen. Er hat ja noch keine Ahnung.
denn jetzt nicht? Oh, das ist mein Fried! Oh, ich komm wieder! Oh, mein Schnurrkater! Du süßer Schmetterling! Drolliges Part. Ach, die Liebe, die ist doch wunderbar. Schönen guten Tag, Herr Starrat. Ein Tag, der auch für Sie nur Gutes bringen soll, Anna. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Strube. Ja, ich freue mich auch. Wenn man so aus Hamburg zurückkommt, direkt aus St. Liederlich, Sie glauben ja gar nicht, wie gut es tut, die reine Luft von Elmshorn in sich aufzusaugen. Wo ist meine Frau? Ach, das wissen Sie ja noch gar nicht. Die gnädige Frau, die musste doch zu einer kranken Tante von ihr. Und was Sie nicht sagen. Ist gleich nach Ihnen weg. So, war sonst noch was? Nö, nur heute Morgen, da war Herr Buchsbaum hier. Aber der guckt später noch mal wieder rein. So, ist meine Schwägerin im Haus? Nee, die Frau Geheimrat, die ist gerade eben weggegangen. Gott sei Dank. Ach, da ist Herr Buchsbaum ja schon wieder. Na bitte, dann kommen Sie doch rein. Darf ich? Ja, ich bin gleich wieder weg. Ja. Herr Buchsbaum. Ja, tach. Was guckst du dich denn in einer Tour um? Ist da jemand hinter dir her? Bist du allein? Ja, ganz allein. Und sie? Ist auch nicht da. Ich muss was mit dir beschnacken. Oh, das ist mir ganz genannt. Na nun. Das heißt, eigentlich wollte ich dich um großen Gefallen bitten, so unter Freunden. Ja, nun sag doch schon. Kannst du mir 3000 Mark pumpen? Wofür brauchst du denn so viel? Ja, das ist nämlich so. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das dir erklären soll. Aber du darfst nicht gleich schlecht von mir denken. Buchsbaum, was hast du denn wieder angestellt? Struve, alter Freund, ich hab in die Vereinskasse gegriffen. Buchsbaum, wie konntest du? Ich bin, ohne dass ich das wollte, auf den glatten Pflaster der Großstadt ausgerutscht. Du, wie hast du das denn hingekriegt? Ja, du weißt doch noch, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Ja, bei der Tänzerin. Ja, richtig. Und danach wolltest du doch gleich zur Versammlung. Ich habe mich auch gleich auf den Weg gemacht. Ich bin also den Steindamm längs und bin schon fast am Hauptbahnhof. Da sehe ich da eine Gruppe von Herren, die da in ein Haus reingehen. Aha, denke ich so bei mir, da ist das denn ja wohl. Ja, hast du die Herren denn gekannt? Nee, denen konntest du aber ansehen, dass sie auch vom Lande waren. Und hast du mal irgendjemanden gefragt? Ja, natürlich. Da stand so ein großer, stämmiger Kerl vor der Tür mit einer feinen Uniform und Admiralshut auf. Den habe ich gefragt. Entschuldigung, bin ich hier richtig? Ich gehöre nämlich zum Vorstand vom Verein zur Aufrichtung gefallener Mädchen. Da hat er gesagt, ja, gehen Sie mal nach oben. Die anderen sind schon da und die Mädchen auch. Und dann bist du nach oben gegangen? Ja. Und oben kam mir dann ein Kellner entgegen. Den habe ich dann gefragt, ob er mich zum Präsidenten, zu Zickendreier bringen kann. Da sagt der ist heute ausnahmsweise nicht da, aber vielleicht kommt er ja noch. Gehen Sie mal rein. Ja, und du bist denn reingegangen? Ja, da war vielleicht was los. Musik haben sie gemacht und getanzt wurde auch. Da schien mir das fast so ein bisschen so, dass ich vielleicht doch nicht im richtigen Lokal war. Das scheint mir schon lange so. Am liebsten wäre ich ja Stante P. wieder umgedreht, aber das war mir so peinlich. Die Leute, die guckten mich schon an und machten Spiegel. Naja, da habe ich dann eine Flasche Wein bestellt. Ich war noch gar nicht wieder am Tisch. Da sitzt da schon so eine vornehme Dame neben mir und sagt, na, Minlütten, du bist wohl nicht von hier. Nee, sag ich bin von Elmshorn. Da jumpt sie hoch und auf den Stuhl und ruft durch den ganzen Saal, Kinders, der Onkel aus Elmshorn ist da.
jetzt ging das erst richtig los. Die Musik spielten Tusch und bums, batz sind da ein paar Dutzend Mädchen um mich rum und alle böllten sie. Es lebe der Onkel aus Elmshorn. Guck mal an, ich hab ja gar nicht gewusst, dass wir Elmshorner in Hamburg in so hohen Ansehen stehen. Ja. Und gleich standen auch ein paar Flaschen Sekt auf dem Tisch und alles stoßen sie mit mir an. Ja, da musste ich doch mitmachen. Oh. Und dafür hat sich der Verein nun nach Hamburg geschickt. Ja, ich dachte, das wäre doch mal eine gute Gelegenheit, die Leute mal anzustoßen, für mehr Sittlichkeit zu sorgen. Ja, und dann hast du auch mit allen Leuten mal angestoßen. Hm? Ja, so doll habe ich mein Lebtag noch keinen Timpen gehabt. Wie ich wieder zum Hotel gekommen bin, weiß ich bis heute noch nicht. Aber Drucksbomb, das hat doch keine 3000 Mark gekostet. Nee, das Geld habe ich für ganz was anderes gebraucht. Ich wach gestern Morgen mit meinem dicken Kopf auf, da steht da so ein Kerl in Diener-Livree vor mir und sagt, er soll 3000 Mark bei mir abholen für den Brillantring. Ja, du hast gut lachen. Aber stell dir doch mal meine Lage vor. Ich versuche ihm das zu erklären. Sie müssen sich versehen, ich weiß von nix. Da krakeelt er los. Sind Sie Herr Hinrich Buchsbaum? Ja oder nee? Ja, bin ich. Ja, also, sagt er, dann machen Sie keine fiese Matenten. Sie wissen genau, dass Sie den Ring der Frau geschenkt haben. Also raus mit den 3000, sonst hole ich die Polizei. Und da hast du ihm das Geld dann gegeben. Ja, was soll ich denn machen? Kann ja sein, und ich habe in meinem Doomnest wirklich einen Ring verschenkt. Buchs! Warum? Du sollst dich verschämen. Vielleicht war das ja auch alles Lug und Betrug und der Kerl hat mich reingelegt. Nee, das stimmt. Wieso? Ich meine, das stimmt mich ganz traurig, dass ich sowas mit dir erleben muss. Und eigentlich sollte ich dich nicht auch noch in Schutz nehmen, aber... Weil du das bist, ich pump dir das Geld. Ja, ach Strube, du bist wirklich ein Freund. Du, ich hab mir schon solche Sorgen gemacht. Und dann dieser Katzenjahr. Mir war gestern den ganzen Tag ganz kotterig zumute. Darum hast du mich ja auch nicht auf den Kongress gesehen. Was denn? Du warst auch nicht da. Was denn? Du auch nicht? Nee, ich hatte was Besseres vor. Was denn? Ah, nun, wo du mir alles gebeichtet hast, sollst du auch zu wissen kriegen, wo ich mich rumgetrieben habe. Mach's auch ein. Na, jetzt könnte ich einen gebrauchen. Ja, sag mal, ist dir denn auch was malört? Nein, ganz im Gegenteil. Du weißt doch noch, diese schmucke Tänzerin, die wir im Varieté kennengelernt haben. Diese schöne Yvette, die du wieder auf den rechten Weg bringen wolltest. Ja, aber das ist ganz anders gekommen. Sie hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Ach nee. Ach ja. Meine Güte, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich mein ganzes Leben in so einer kleinen Kiste gesessen habe. Was? Ja, also zusammengestaucht habe ich da drin gesessen mit dem Deckel auf dem Kopf. Was denn für ein Deckel? Aber dann hat sie einmal bei mir auf den richtigen Knopf gedrückt und da war auf einmal da der alte Isaac. Wer? Ja, einer aus der Bibel war das. Jakob, der wahre Jakob. Na, also ich weiß nicht, was erzählst du mir denn da für Sachen? Meine Zeit, ich wusste ja gar nicht, dass ich auf meine alten Tage noch so Schlag bei Frauen hab. Mhm. Du? Ja, ich war ja ganz fertig. Aber ich meine, gut, ich bin ja noch risch und knackig, ne? Aber dass so eine Frau, so eine junge Frau, so eine schnuckelige Frau noch auf mich fliegt. Die Tänzerin? Ja, das hättest du mal erleben sollen, du Soupé haben wir miteinander. Ganz entre nanou. Wirklich? Ja, wenn ich dir das doch sag, du, die ist ganz verrückt nach mir. Weißt du, was sie immer gesagt hat zu mir? Mein Moppelchen. Mein Moppelchen? Ja, auf du und du sind wir auch schon. Dann hast du doch auch einen kleinen Kuss gekriegt. Nee, da wollte sie noch nicht drauf abfahren. Aber sie hat mir fest zugesagt, wenn wir uns wiedersehen, dann kriege ich einen. Und wir sehen uns bald wieder. Noch ehe du das vermutest, mein Moppelchen. Oh, Strube, du bist ein Glückspilz. Ja. Anna, oh. Ist mein Schwager da? Meine Schwäger? Ja, im Salon. Ja, aber die will
doch bestimmt von uns wissen, was bei dem Kongress rausgekommen ist. Ach, der werden wir schon irgendwas erzählen. Wir sind auf so vielen Kongressen gewesen, ist auch immer das Gleiche. Ach, da sind ja unsere beiden Delegierten, ne? Da auch Herr Buchs. Frau Gehen. Fällt alles nach unten, ne? Hier, sag mein lieber Schwager. Guten Tag, Anna. Ja, ich hab schon ganz schibrig auf euch gewartet, dass ihr retour kommt. So krieg ich doch endlich Bericht von den Leuten, die da selbst mit bei waren. Ja, bei dem, was da in Hamburg passiert ist. Was ist denn da passiert? Denn du erzählst schon. Ja, also, an und für sich war das alles so, wie das auf dem Programm stand. Mhm. Als das losging, meinst du? Ja, vor allem, als es losging. Ja. Da hat der Dings da, der Vorsitzende, den, wie heißt er denn? Ja, du meinst Professor Zickendreher. Ja, genau. Also Zicke schnappt sich so eine große Bimmel, ungefähr so ein Kabenzmann. Strubel, jetzt übertreibst du aber. So? Nein, gar nicht. Nee, aber so noch mindestens. Ja, ich hab... Weiter. Ja, ist doch schiet egal, wie groß die Bimmel war. Ja. Halt uns doch nicht auf mit so einem Pimmelkram hier. Also, der Präsident hat ein paar Mal gebimmelt, ne, ja, bis das alle Leute gehört hatten in dem großen Saal mit dieser kleinen Bimmel. Ja. Und dann kam die Begrüßung. Ja, das war eine schöne Rede. Ne? Ja, ja. Eine Ansprache, die ans Herz ging. Mhm. Ungefähr so. Meine Damen und Herren, seien Sie mir herzlich willkommen. Ich gehe da schon wieder lustige Tränen, sind mir die Backen runtergelaufen. Peterle, lass mich doch gar nicht wissen. Was war denn, als die Leute auch mal in den Saal gestürmt sind? Das war vielleicht ein Sturm. Ich sag dir, du, die sind da gestürmt. Was hat die bloß? Naja, ich meine, da gab's doch bestimmt ein großes Puhai und Durcheinander. Wieso? Naja, diese Leute, die in dem Saal waren, die waren doch gewiss verbaßt und verballert. Ach, die Geschichte, meinst du? Ja! Ja, da war ich gerade mal nicht im Saal. Ich musste mal raus für kleine Jungs. Ich denk doch, alle Leute sind rausgegangen. Nee, so viel Platz ist da nicht auf Klo. Gewesen sein, die Sache mit den Bomben. War eine Bombensache. Ich meine doch, was die Bomben angerichtet haben. Das sage ich dir, die haben vielleicht was angerichtet, diese Bomben. Was hat jemand mit den Bomben? Und es ist ja einfach nicht zu glauben, ne? So eine harmlose Versammlung einfach so zu sprengen. Ja, das ist auch was. Ja, du bist also schon vorher raus aus dem Saal. Ja, ich hatte die Nase gestrichen voll, aber hier, Buchsbaum, der hat das alles... Erzähl du mal was! Erzähl schon! Ja. Was soll er denn groß erzählen? War doch Feierabend auf der Versammlung, Schlusspunkt aus! Gott sei Dank! Ja. Ja, als ich wieder zurückkam in den Saal, war ja kein Mensch mehr da. Aber woher weißt du das alles? Das ist ja alles in der Zeitung. Ach so. Du Döskopf, das nächste Mal liest du die Zeitung. Oh, ja. Ich muss euch noch was erzählen, wo ihr euch tüchtig überfreuen werdet. Also Graf von Berzig, der gibt uns die Ehre und will uns heute besuchen. Ja, ich habe ihn auch in deinem Namen zum Essen eingeladen. Da bist du noch mit einverstanden, Peterle. Ja, das ist ja auch eine große Ehre für mich. Wer ist das denn? Na, hör mal, ist das doch einer von den ältesten Vorkämpfern unserer Bewegung. Ja, er kommt das erste Mal nach Elmshorn. Ja, und es ist eine große Auszeichnung für unseren Verein. Ja, ich will mal schon eben nach oben gehen, nicht? Und mir so ein paar Worte zurechtlegen, wo ich ihn denn mit begrüßen will. Nicht? Ich will aber nicht gestört werden. Nein, wir werden dich bestimmt nicht stören. Also, Graf von Bergstedt gibt uns die große Ehre. Ja! Lies mal vor, was war denn eigentlich los?
Stinkbomben. Was? Sie haben Stinkbomben geschmissen. Ja, was ich immer sage, man soll seine Nase nicht überall reinstecken. Und wenn ich da noch an den Abend mit dieser wunderschönen Tänzerin denke, du, das war vielleicht toll. Strube, was ist denn mit meinen, mit den 3000 Mark? Ach so, ja. Kannst du gleich mitnehmen? Ich hol dir das Geld eben aus dem Geldschrank. Das darf hier aber niemand spitz kriegen. Nee. Am besten ist, du wartest draußen in der Laube. Ich bring dir das. Das ist gut. Ich warte in der Laube. Ja. Auf mich? Nein, auf mich. Auf Sie, Herr Struve? Ja, nicht auf mich, auf das Geld. Was? Geld kriegt er da auch noch für? Doch, Anna, was soll denn so ein Unsinn? Also, was wollen Sie denn? Draußen steht eine junge Dame, die möchte gerne mit Ihnen sprechen. Aha, und wie heißt sie? Das wollte sie mir nicht sagen. Sie meinte, das sollte eine Überraschung sein. Ja, also eigentlich bin ich nicht so für Überraschungen, aber jetzt haben Sie mich neugierig gemacht, also lassen Sie es eben mal. Ja. Ah. Oh, wer ist das? Der Liga für Sitte und Moral im Hamburger Atlantik-Hotel, wo den unverantwortlicherweise von William. Sag mal, Moppelchen. Ja, guten Tag. Was wollen Sie denn hier? Dass wir uns so schnell wiedersehen, das hättest du wohl nicht vermutet. Nee, alles, aber das nicht. Oh Mann. Wenn Sie hier jemand sieht. Ja, wo läufst du denn hin, mein Moppelchen? Moppelchen? Wenn das einer hört, bitte, tun Sie mir die Einsätze gefallen und hauen Sie wieder ab. Sie? Warum sagst du denn auf einmal wieder Sie zu mir? Sie haben doch gestern in Hamburg abgemacht, dass wir uns duzen wollen. Ja, das war in Hamburg. Wie sind Sie bloß auf die abendwatsche Idee gekommen, hier reinzuplatzen? Na, hör mal, du hast mir doch in den Ohren gelegen. Wir müssten uns ganz nötig wiedersehen. Und da habe ich mir gedacht, ich überrasche dich mal. Ja, haben Sie ja fein hingekriegt. Ich glaube, du freust dich gar nicht. Aber natürlich freue ich mich. Sehen Sie mir das denn nicht an, wie ich mich freue? Ich habe gedacht, du springst in die Luft. Das mach ich auch gleich. Wenn Sie wieder weg sind, so kommen Sie, in 10 Minuten geht ihr zu. Ja, ich denke ja gar nicht daran, ich fahre noch nicht gleich wieder weg. Ja, warum denn nicht? Ich will hier Urlaub machen. In Elmshorn? Ja. Für wie lange? 4 Wochen. Oh. Und alles bloß deinetwegen, mein Moppelchen. Struve, was ist denn nur? Ich dachte, du wolltest mir auch ein schönes... Ja, das ist sie. Die Tänzerin? Ja. Und die hast du hierher kommen lassen? Ja, bin ich denn verrückt? Die ist schon ganz allein gekommen. Ach du grüne Kurzwurst. Das wird ja noch besser. Sie will auch hier bleiben. Ja, das geht nicht. Da hören Sie das. Mein Freund sagt auch, das geht nicht. Das ist dein Freund. Na, willst du ihn mir denn nicht vorstellen? Ja, ich heiß Bux. Ich hatte schon mal das Vergnügen. Ich hab sie schon mal... im Varieté gesehen. Aber das darf hier natürlich niemand zu wissen kriegen. Warum denn nicht? Und die fragt dann noch, warum nicht? Die war wohl noch nie in dem Thron. Ich wollte schon längst mal kommen, aber bisher ging das ja nicht. Aber jetzt, wo ich dich kennengelernt habe, da gehe ich ja auch so schnell nicht wieder weg. Ach du liebe Zeit! Ich hab dir doch gesagt, die ist ganz verrückt nach mir. Also, ich finde Elmshorn ganz niedlich. Na, Herr Buxbux? Baum. Wie wär's denn? Haben Sie nicht Lust und promenieren ein bisschen mit mir durch die Straßen und zeigen mir alles? Zeig ihr, wo der Bahnhof ist. Ich habe leider gar keine Zeit, aber hier, mein Freund Moppelchen, für den ist das nicht. Hier gehe ich in der Badehose in Jungfernverein. In Hamburg kennt mich auch kein Schwein. Aber hier, ich bin Stadtrat, Vorsitzender vom Keuschheitsbund, eine Säule der Tugend und Moral. Ja, wenn die Leute mitkriegen, dass die Säule einen Knacks hat, dass ich mit einer Tänzerin vom Varieté rumpussiere, dann kann ich auswandern. Du übertreibst du aber, mein Moppelchen. Oh. Und dann, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind. Ein Glück, dass die zu Hause nicht sind. Fang du nicht auch noch an zu dichten? Was bist du denn bloß mit einmal so komisch? Oh, wer ist bloß in der Hamburg gefallen? Na, das wäre doch nun wirklich zu und zu schade.
Ich meine, dann hätten wir zwei Hübschen uns doch gar nicht kennengelernt. Und dann könnte ich dir auch gar nicht den Knutscher aufdrücken, den ich dir versprochen habe. Nein, 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 können Sie behalten. Oh, können Sie behalten. Was war denn? Was das war, möchte ich wissen. Wieso war denn das? Also ich komme hier rein und du sitzt da mit einer fremden Frau auf dem Schoß. Ja, ist da was dabei? Wer ist das, Fräulein? Ach, wer das ist, willst du wissen? Ja. Ja. Du kannst ja mal raten. Warum sagst du ihr das denn nicht? Wie du? Sie sind mit meinem Schwager auf Du und Du? Ja, natürlich sind wir das. Ich will doch nicht sie zu ihr sagen. Das wäre ja noch schöner. Weißt du wirklich nicht, wer das ist? Nee. Ich auch nicht. Wenn ihr... Aber ich bin doch seine Tochter. Schmerz, lass nach. Was? Deine Tochter. Also so eine Dreistigkeit hat die Welt ja wohl noch nie gekriegt. Du hast noch eine Tochter, das habe ich doch gar nicht geforscht. Ich auch nicht. Ich meine, die habe ich eben erst gekriegt. Bitte. Sie ist vor 10 Minuten erst hier angekommen. So, jetzt verstehe ich das ja. Na ja, herzlich willkommen, meine liebe Dea. Sie wissen, wer ich bin? Ja, natürlich. Sie sind die Stieftochter von meinem Schwager aus Kanada. Sie haben das rausgekriegt. Ja. Also, das hört sich doch wohl alles auf. Ja, aber sag mal eben, warum hast du mir das denn nicht gleich gesagt, Peterle? Ich wollte mal sehen, ob du davon allein drauf kommst. Ach so, denn war ja der Kuss vorhin, ja, war ja ganz harmlos. Oh ja, natürlich. Sonst hätte ich mich das doch nie getraut. Also die kann Flug machen. Dann setzen wir uns doch hin. Oh, gern, Frau Geheimrätin. Tante, sag doch ruhig Tante zu mir. Tante. Ja, richtig, du bist ja auch meine Tante. Ja. Ach, darf ich dir auch ein Küsschen geben? Oh, warum denn? Wenn die wüsste, von wem sie den Kuss kriegt. Dann trifft sie der Schlag. Ja. Sag doch mal eben, hast du denn schon was von unserer schönen Stadt gesehen? Leider nicht. Ich bin vom Bahnhof aus gleich zum Hotel. Hotel? Aber so eine junge Dirn kann doch nicht ganz alleine im Hotel logieren. Nein. Du musst natürlich hier bei uns wohnen, nicht Peterle. Ja, natürlich. Das ist gut. Schön. Keine Umstände, bitte. Ja, ja. Und wozu haben wir denn unser schönes Fremdenzimmer? Ja, 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 das habe ich ihr ja auch sofort angeboten. Aber sie muss ja gleich wieder abreisen. Ne? Hast du doch zu mir gesagt, ist doch wahr, nicht, mein Kind? Du musst in 10 Minuten musst du weg, dann geht der Zug. Nee, Papa, da musst du irgendwas im verkehrten Reifen geben. Ja, ich meine... Wenn sie schon den weiten Weg über den Atlantik gemacht hat, dann muss sie doch zumindest so lange da bleiben, bis sie ihre Mutter gesehen hat. Ihre Mutter kommt auch noch? Ja! Aber Papa, meine Mutter, das ist doch deine Frau. Nein. Ja! Nächste Ball. Ja, und vor allen Dingen werden wir alles tun, damit du dich hier wohlfühlst. Liebe Tante, du machst mich richtig froh. Ja. Nun kann ich da ja mit rausrücken. Ich hatte ja so ein klein bisschen Angst vor dir. Oh, wirklich? Das glaube ich gern. Sabbel nicht. Aber nur, wo du so nett zu mir bist, da fühle ich mich hier schon richtig zu Hause. Und ich freue mich auch schon auf all die anderen Verwandten. Ach so, ja. Du hast ja deine Stiefschwester noch gar nicht kennengelernt. Bisher noch nicht. Ja. Die kann sie ja auch noch gar nicht kennengelernt haben. Die ist nämlich noch nicht da. Ja, natürlich ist die da. Was? Ja, ja, Charlotte! Oh, schon wieder was Neues. Sie haben sie schon eher nach Haus geschickt. Im Internat sind die Masern ausgebrochen. Ja, ich krieg auch gleich die Masern. Papa, du bist schon da? Ja, leider. Ja, siehste. So, nun sag auch hier dieser jungen Dame eben guten Tag. Guten Tag. Wer ist das denn? Deine Stiefschwester. Nee, wirklich? Wir zwei sind
Schwestern. Und ich will hoffen, bald auch gute Freundinnen von Herzen werden. Oh. Die schlabbert die ganze Familie an. Ich würde gern mit ihr tauschen. Ach, Mudol. Oh Gott, das wird ja höchste Eisenbahn. Ich muss ja Graf von Birkstedt vom Bahnhof abholen lassen. Ja, 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 wir kriegen Besuch. Hohe Persönlichkeit. Und seine Exzellenz wird auch zum Essen da bleiben. Ja, ja. Ach, schade, dass nun deine Frau gerade nicht da ist. Ne? Keine Sorge, liebe Tante, ich bin ja da. Ja, sie ist ja da. Als älteste Tochter werde ich an Mutters Stelle den Gast begrüßen. Den bin ich ja beruhigt. Und ich erst. Und er erst. Und du, Charlotte, du sorgst dafür, dass im Fremdenzimmer klar Schiff gemacht wird. Mach ich. Ja, schön. Herr Buxbum, Sie können auch zum Essen bleiben. Ich weiß nicht, wenn ich darf. Ja, natürlich. Lauf ich noch eben nach Haus und zieh meinen Bratenrock an. Also dann, meine Damen, Struve. Oh. Ja, dann ist der klar. Warum denn? Dass der Himmel mir so unerwartete Schwester beschert hat. Ja, das ist eine schöne Bescherung. Ich will hoffen, dass du hier ein bisschen Leben in den alten Muffschuppen bringst. Darauf kannst du dich verlassen, mein Lieber. Ach, was hast du denn bloß, mein Muppelchen? Das hat sich aufgemuppelt! Ja, und wie kommt ihr auf die Abbetratsche, die uns spielen hier meine Tochter? Da habe ich uns beiden nämlich fein aus der Bredouille geholfen. Ja, das hätte ja aber auch schief gehen können, ne? Die konnten ja nicht wissen, dass meine Frau wirklich eine Tochter von ihrem ersten Mann hat. Wenn die Tochter nun Sohn gewesen wäre, dann sind wir aber ganz schön in der Klemme. Hat doch gut geklappt. Da braucht sie doch bloß mal einer in Hamburg im Varieté gesehen haben. Wie soll das denn angehen bei den braven Emshornern? Die gehen doch nie ins Varieté. Ich hab sie da doch auch kennengelernt. Also, dann machen Sie keine fiese Matetten und hauen Sie wieder an. Ja, ich denke ja gar nicht daran. Ich habe hier meine Pflichten. Was denn für Pflichten? Als deine Tochter. Oh, jetzt fängt die auch noch an und glaubt, sie ist meine Tochter. Na, du hast das doch selbst gehört. Wir kriegen Besuch. Ja, merken Sie denn das nicht? Das gibt ein großes Malheur. Meiner Lotte, der können Sie was vorlügen. Das ist eine dumme Deren. Und meiner Schwägerin auch, das ist eine alte Schatek. Aber wenn meine Frau nur nach Haus kommt, der wollen Sie doch wohl nicht auch noch weiß machen, dass Sie Ihre Tochter sind. Warum denn nicht? Ach, Flora, Gott, den Kindergarten! Wenn Sie nun nicht wollen, dass ich meine gute Kinderstube vergesse, dann sehen Sie zu, dass Sie hier die Mücke machen, sonst... Ah! Papa, ich habe gerade gesehen, der Graf ist eben angekommen. Oh, dass die alte Schabracke mir den auch noch anschleppen. Ich habe dir deinen Gehrock bereitgelegt. Ja. Und dein Gepäck vom Hotel ist auch schon da. Na wunderbar, dann ziehe ich mich schnell um. Dann komm mal mit, meine kleine Schwester. Schwester, wenn die... Bis gleich, Papa! Oh, sie bleibt dabei. Wenn ich ihr jetzt den Hals umdrehe, kriege ich Freispruch. Oh, ihr Mädchenskind, dass ich das noch erleben darf. Also, Herr Graf. Also, Herr Graf. Seine Exzellenz, wenn ich bitten darf. Danke, danke. Das ist für uns eine große Ehre, dass Sie uns besuchen. Ja, bitte. Danke. Danke, danke, danke. Ja, ja. Also, das Anliegen von unserem Keuschheitsbund, nicht? Ja, den Sie ja mit Worten und Geld unterstützen, nicht? Und würde ich mich auch heute noch ganz herzlich bedanken, nicht? Ja, das hat ja hier in Elmshorn, da hat es ja tiefe Wurzeln geschlagen, ja. Und vor allem, das Haus hier von meinem Schwager ist bekannt dafür, dass hier die Fahne für Sitte und Moral noch höher weht als Annaberg. Na, das ist ja schön. Ja. Eigentlich bin ich in einer ganz privaten Angelegenheit hier in Elmshorn. Ah. Ja, mein Neffe erwartet mich. Er wohnt im Deutschen Haus. So. Apropos, können Sie mir einen Gefallen tun und ihm ausrichten lassen, dass ich hier bin und dass er mich
nach dem Essen abholen. Ja, ja, ich werde da gleich eben jemanden hinschicken. Ja, wenn ich Sie einen Augenblick allein lassen darf, Herr Graf. Bitte, bitte, Frau Geheimrat. So, gerade noch geschafft. Was ist das denn nun wieder? Guten Tag. Der alte Nussknacker. Jetzt kommen auch alle Verehrer hier noch hinterhergetan. Also, Entschuldigung, bester Mann. Wollen Sie denn hier Ihre 3000 Mark haben Sie doch gekriegt? Na ja, das wohl, aber... Wenn Sie sich einpillen, Sie können hier rumpassieren. Dann sind Sie aber auf dem Holzweg. Also, du Nacktwerk, aber... Ja, mir auch. Sind Sie schon, dass Sie gekommen? Du machst Sie mal puh. Raus, Alter, raus. Oh Mann, der hat mir gerade noch gefehlt. Nun, wo doch jeden Moment der Graf hier ankommen kann. Du liebe Zeit, was ist denn bloß passiert? Was? Also, Sie glauben ja gar nicht, was ich mir anhören muss. Wieso das denn war? Und von wem denn war? Na ja, von diesem Herrn Buxbaum, den ich zufällig in Hamburg kennengelernt habe. Was? Das gibt's. Aber den Kerl werde ich kratz als Nacht. Da bin ich. Herr Buxbaum. Ich bin noch nicht zu spät, oder? Sie sind so dreist und kommen hierher nach all dem, was Sie hier angestellt haben. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Das ist Herr Buxbaum. Das ist Herr Buxbaum. Aber wie spielen wir einen Schnack? Was ist denn das? Entschuldigung, Exzellenz. Wer ist dieser Herr? Wenn ich eben vorstellen darf, Graf von Bierstedt. Das ist der Graf? Ja. Mein Schwager, Stadtrat Struve. Das ist Stadtrat Struve? Ja. Sehr unangenehm. Wollte sagen, sehr angenehm. Das meinerseits. Den habe ich rausgeschmissen. Ist der Graf schon da? Oh. Entschuldigung. Meine kleine Nichte. Herr Graf? Wollt mich? Ich wollte nur sagen, das Essen ist fertig. Darf ich bitten? Ach, Entschuldigung, Herr Graf. Entschuldigung. Eigentlich hatte ich Ihnen eine ganz andere Tischdame zu begatten. So, ja. Das läuft schief. Ja, wieso das denn? Die ältere Schwester von meinem Schwager. Na, die kennt er doch vom Varieté. Ist nicht wahr? Die junge Dame ist heute aus Kanada gekommen. Ich hab ihn doch bei ihr in der Garderobe kennengelernt. Ach, du dickes Ei. Entschuldigung. So, da ist sie schon. Ja. Graf von Birkstedt. Ich freue mich, dass ich den Herrn Grafen im Hause meines Vaters begrüßen darf. Die Ideen haben Sie gleich nichts um. Sehr nett. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Nun spielt der das Theater auch noch mit. So, wenn ich bitten darf, zu Tisch. Entschuldigung, die Herrschaften, aber sie ist gerade eben angekommen. Wer? Na, die gnädige Frau. Oh, jetzt geht die Bombe hoch. Na, die wird gucken, wenn sie dich sieht. Oh, meine Schwägerin hat keine Ahnung, dass sie hier ist. Nee, sie hat doch keine Ahnung. Sie hat sie schon jahrelang nicht mehr gesehen. Ja, kann ja sogar angehen, dass sie sie gar nicht wiedererkennt. Das hätte wohl gern, was? Na, was ist hier denn los? Mutter! Meine Tochter! Was ist denn? Ich muss Ihnen was erzählen. Was denn? Eben war der Briefträger da mit dem Brief für Ihre Tante. Und wissen Sie, wo der herkommt? Na doch wohl nicht. Ja, aus dem Cäcilienstift. Oh. Ich habe das ganz deutlich gesehen. Ach, so ein Schied aber auch. Ja, ich wollte ihn ja annehmen. Aber der Briefträger, der wollte ihn partout nicht rausrücken. Das wäre ein eingeschriebener Brief. Ja. Ich habe ihm gesagt, ich kann die Frau Geheimrat nur auf gar keinen Fall stören. Nun will er auf seine Retourweg noch mal wieder reinkommen. Ach, das ist ja schrecklich. Was mache ich denn jetzt bloß? Oh, nee, ich halte das da drin nicht mehr aus. Sirr, 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 sirr. Oh, mein Kopf ist wie so ein Bienenkorb. Was suchst du denn da? Deine Zigarren, Papa. Du rauchst? Doch nicht für mich, für euch Männer. Ach, oben im Buffet. Ach so. Mensch, Struve, das bist du auf mal ausgebüxt.
Hörst du die Bienen summen? Anna? Ja? Hol sie mir mal einen Eisbeutel. Ein Eisbeutel? Ja. Ich trinke noch durch. Und sei doch nicht so jiddelig. Ja, du hast gut Schnacken. Du hast doch selbst gesehen, wie sie sich da oben alle in die Arme fallen. Ja, ich fühle mich auch, als wenn mir der Himmel auf den Kopf gefallen wäre. Eine Mutter muss doch wohl merken, dass es nicht ihre Tochter ist. Jahrelang nicht gesehen. Vielleicht sieht sie ihr ja ähnlich. Habt ihr denn kein Bild von der richtigen Tochter? Doch, ja. Warte mal, sie hat da noch ein Foto von ihr im Schlafzimmer. Aber das ist noch von der Konfirmation. Das ist doch egal. Na ja, dann werden wir das ja gleich sehen. Ja, ja, ja. Sie könnte angehen. Ich meine, so ein bisschen... So ein bisschen sieht sie hier ähnlich, was meinst du? Ja, dann zeig doch mal her. Kenn dich auch, du und deine Frau ist darauf reingefallen. Ja, oh, wie schrecklich. Jetzt fangen diese Imben und diese Bienen und alles wieder an. Oh. So, hier ist der Eisbeutel. Ja, das wird mir gut tun. Oh. Ganz allmählich fangen die Bienen an, sich zu beruhigen. Wissen Sie, wie sie aussehen? Wie so ein Großmufti. Das habe ich neulich in der Wochenschau gesehen. Lassen Sie, dass Sie rauskommen, dann sehen Sie gleich aus wie Putenfrikassee. Ach, da bist du. Was ist denn mit dir los? Du bist zurzeit nicht momentan. Ja, das ist doch keine Entschuldigung. Als Hausherr steht man doch nicht einfach auf und macht sich dünn. Der Graf hat soeben anstoßen lassen. Auf mich? Auf deine Stieftochter. Ja, ja. Er ist ja ganz hin und weg, nicht? Ja. Und ich denke, ich werde auf der nächsten Sitzung von unserem Keuschheitsbund, da werde ich mal den Antrag stellen, dass er sie in den Vorstand wählen soll. Wen? Ja, deine Stieftochter. Oh, jetzt fangen die Bienen wieder das Tanzen an. Liebe Schwägerin, sei mir nicht böse, aber ich musste für eine halbe Stunde ins Bett. Fröhliche Ostern. Was ist denn mit ihm los? Ich bleib lieber bei ihm. Liebe Tante, komm doch mit ins Herrenzimmer. Da wartet eine schöne Tasse Mokka auf dich. Und eine gute Zigarre. Zigarre? Ich höre wohl nicht gut, oder? Pardon. Ja, du weißt doch ganz genau, mein Dirn, dass ich von so einem Giftzeug nichts wissen will. Das ruiniert uns und macht unser Volk ganz krank. Ich bin immer wieder ganz geplättet, liebe Tante. Wie gut wir beide uns in allem verstehen. Oh, schön. Entschuldigung, Frau Geheimrat, aber draußen steht der Briefträger mit einem eingeschriebenen Brief für Sie. Tut mir leid. Was kann das denn nun schon wieder sein? Ich hab keine Ahnung. Oh nein. Was ist denn los? Wenn du wüsstest, wenn sie jetzt den Brief liest. Weißt du denn, was da drin steht? Ach, klar doch. Jetzt kommt alles raus. Ja, was denn? Dass sie mich rausgeschmissen haben. Ach, warum das denn? Wegen Fred. Wer ist denn Fred, Lotte? Ich mach ihn das so gern. Aber diese alten Stiftjungfern, die können das nicht verstehen. Das kann ich mir vorstellen. Und als wir uns neulich im Park geküsst haben, haben die uns dabei in Flagranti erwischt. Och, das kann ja wohl nicht angehen. Weil sowas, da stört man doch nicht. Nicht wahr? Und da ist doch auch nichts bei. Unter Verlobten? Oh, guck an, verlobt seid ihr auch schon. Klar, am ersten Tag gleich. Wir wollen ja auch heiraten. Aber erst in 2 Jahren. Ach, wenn ich doch bloß den krachen Krakeel schon hinter mir hätte. Oh. Charlotte. Weißt du, was hier in diesem Brief steht? Ja, Tante Erna. Wo deine Schwester dabei ist, will ich mir das verkneifen und nicht ganz genau erzählen, was du angestellt hast. Du hast dich also so vergessen und hast dir von einem jungen Mann einen Kuss aufdrücken lassen? Ja, hast du denn in diesem Moment nicht an mich gedacht? Erna. Du hast da nicht dran gedacht, dass ich das war, die dafür gesorgt hat, dass du auf dieses noble Internat gekommen bist. Aber Tante... Danke, das langt.
dann gibst du es einen einzigen Ausweg aus diesem Malheur. Du musst heiraten. Ach, ja? Ja, aber nicht diesen unverschämten Fichelbengel, der so dreist war und mit deren aus einer ehrbaren Familie um ihre gute Reputation gebracht hat. Nee, das soll ein Mann sein, der im Leben schon seinen Mann gestanden hat. Und das ist Surport. Surport? Apotheker Surport. Ja. Er hat mir gerade kürzlich im Vertrauen erzählt, er möchte ganz gern wieder heiraten. Guck an, ja, aber das ist doch ein Witwer mit drei Kindern. Na und? Ach nee, dann werde ich lieber eine alte Jungfrau. Ja, das muss ja erst mal der Familienrat beschließen. Ja, ich werde ihn mal gleich heute noch zusammenrufen, wenn der Graf von uns gegangen ist. Bitte? Wenn er wieder weg ist. Ja. Ihr könnt es mir ruhig glauben, meine liebe Frau Struve. Für einen eingefleischten Junggesellen, wie ich es bin, ist es ein großes Vergnügen, wenn er mal ein bisschen was von der Harmonie und dem Glück einer netten Familie miterleben darf. Das ist zu freundlich von Ihnen, Herr Graf. Ja. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass ich noch hier bleiben muss. Ich warte nämlich auf meinen Neffen. Aber bitte lassen Sie sich nicht dadurch stören, dass ich noch da bin. Nein, Entschuldigung, Herr Graf. Ich habe noch eine Kleinigkeit mit meiner Schwägerin zu besprechen. Ja, aber bitte, mal zu. Also, wenn wir beiden vielleicht mal miteinander sprechen könnten. Aber gern, Herr Graf. Wenn Sie uns dann eben entschuldigen wollen. Ja, dauert nicht lange. Charlotte, du kommst mit. Endlich können wir beide mal allein miteinander reden. Sie waren bestimmt ganz schön überrascht, Herr Graf, was? Dass Ihnen die Tänzerin Yvette hier als Tochter vorgestellt wurde. Das können Sie wohl laut sagen. Ich glaube, ich habe geguckt wie so ein kaputtes Auto. Das stimmt. Ich war ja Biff und Buff. Ich kenne doch meine alte Frau Geheimrat. Ja, meine Tante, die weiß das natürlich nicht, dass ich beim Varieté bin. Ach, darum? Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Nee, ich muss ihr das noch in einem ruhigen Moment beipolen. Also, Herr Graf, ich bitte um Diskretion. Versteht sich von selbst. Und wenn da irgendjemand fragen sollte... Ich weiß von nichts. Vielen Dank. Na, das gibt aber auch Zufälle im Leben. Ich meine, dass Sie gerade heute hier in dieses Kaff kommen müssen. Das habe ich meinem Neffen zu verdanken. Ach. Ich muss dem Schlingel mal tüchtig die Ohren langziehen. Stellen Sie sich mal vor, schreibt mir der Bengel doch, dass er ein Mädel aus einer guten Familie bös in Verlegenheit gebracht hat. Nein! Ja! Die Eltern wohnen hier in der Stadt. Guck an! Die Tochter ist in irgend so einem Stift. So. Scheint mir so ein kleiner Leichtfuß zu sein. Oha. Na ja, der Junge dann nachts über die Mauer rüber. Oi, oi, oi. Mondschein. Die Sterne funkeln. Ein Küsschen hier. Ein Küsschen da. Wie so junge Leute nun mal sind. Nicht zu glauben. Steigt mir der Bengel doch den Mädels nach. Von wem hat er das bloß? Von mir. Nicht. Ich werde ihm seine Klettertouren beim Mondschein schon austreiben. Ich werde ihn verheiraten. Das ist eine gute Idee. Ja. Und ich habe auch schon eine Braut für ihn. Wirklich? Sie haben meine kleine Stiefschwester doch schon kennengelernt. Ja, die ist nett und apart. Nicht wahr? Die wäre doch... Allerbest! Die werden ihn an die Kandare nehmen. Ja, Entschuldigung, ja. Herr Graf. Draußen steht ein junger Mann, der will zu Ihnen. Sieh an, da ist er schon. Rein mit ihm! Ja, gern. Ja, dem will ich meine kleine Stiefschwester mal auf die richtige Spur setzen. Ne? Und Sie meinen, dass deine Fräulein wird Ja sagen? Also versprechen kann ich das nicht, aber ich will alles tun, was ich kann und sie besammeln. Warte ab, mein Junge. Guten Tag, mein Lieber. Guten Tag. Ja, und du weißt ja, was passiert ist. Ich hab dir das ja alles geschrieben. Bis auf den Namen des Mädchens. Was, wieso? Ich denke, du weißt, dass das... Ich weiß nichts. Und ich will auch gar nichts wissen. Ja, aber du bist doch hierher gekommen. Ich bin hierher gekommen. Das ein für alle Mal Schluss ist mit deinen fiesen Matenten. Du wirst heiraten. Ach ja. Ach nee. Nee. Nicht die du meinst. Ja, aber Onkel, das ist meine Pflicht, nicht? Du wirst die heiraten, die ich für dich ausgesucht habe. Das kann ich nicht. Du bist mein einziger Neffe. Und wirst alles von mir erben. Entweder du machst, was ich dir sage, oder... Herr Graf, ich hab's geschafft! Bravo! Ja, meine kleine Stiefschwester, die hat auch gleich Ja gesagt. Bitte schön, das ist deine Braut. Wer denn? Die soll ich heiraten. Jawohl! Ja, aber das ist doch... Keine Widerrede! Oh, Onkel! So, da hat mich der Teufel gebissen!
Was hatte das zu bedeuten? Naja, Sie haben doch selbst gesagt, der junge Mann muss hochnötig heiraten. Ach, nun verstehe ich. Die kleine Lotte ist... Ja, natürlich. Ja, hast du das denn nicht gewusst? Ja, nee. Natürlich nicht. Da sind Sie bestimmt ganz schön böse auf mich, was, Herr Graf? Auf Sie kann ich doch gar nicht böse sein. Oh. Onkel Graf, wenn ich Ihnen auch ein Küsschen geben darf... Da muss ich drauf bestehen. Und wer küsst mich? Ich will doch auch mein Vergnügen haben. Und ich kann Ihnen versprechen, dass er nie nicht wieder über eine hohe Mauer klettern wird. Naja, das kann er ja nun gemütlicher haben. Komm mit, Fred, zu Mama. Bis gleich! Bis gleich! Oh. Nun kommen wir beiden uns doch noch näher. Ja, wir zwei, wir werden sogar miteinander verwandt. Ja, aber dann habe ich sogar ein Anrecht auf einen Kuss. Ich meine, von verwandt zu verwandt. Ja, dann sollen Sie den auch bekommen. Ja? Hm. Bei der Hochzeit. Dann werde ich dafür sorgen, dass die Kinder so schnell wie es geht heiraten. Herr Graf, das ist ja eine Überraschung. Ich freue mich so für Lotte. Und ich mich für meinen Neffen. Er bekommt die schönste Schwiegermutter von der ganzen Welt. So, und nun habe ich mir einen Bocker verdient. Ein Glück. Endlich können wir mal allein miteinander schnacken. Was ist denn nur alles passiert, als ich weg war? Weiß Struve denn nun, dass du meine Tochter bist? Gar nichts weiß er. Ich habe wirklich alles versucht, ihm das beizubringen. Als du vorhin reingekommen bist und wir beide, wir haben uns hier in den Armen gelegen, da habe ich gedacht, na ja, nun hat er das ja wohl spitz gekriegt. Aber er lässt sich einfach nicht überzeugen. Darum war er bei Tisch so verdattert und hat mich von der Seite angeguckt, als ob er mich was fragen wollte. Dann hilft das nichts, dann muss er das eben von mir zu wissen kriegen. Entschuldigung, gnädige Frau, aber der Herr, der mit Ihnen angekommen ist, der will nun nicht mehr länger warten. James Ellison. Bully? Ja, den habe ich ganz vergessen. Was für Geld? Lassen Sie ihn reinkommen. Ja, gern. Hör mal zu, mein Dirn, der arme Junge tut mir wirklich leid. Er hat mir alles erzählt und er meint es so gut mit dir. Ich glaube, dass er dich wirklich glücklich machen wird. Ich hab ihn auch richtig gern, oder? Na also. Good evening, meine Damen. Ich habe zu machen eine kleine Mitteilung. Na, Sie geben es aber auch wirklich nicht auf, was? Vielleicht schon. Ich habe bis jetzt bekommen von Ihnen 25 Körbse. Körbse? Und ich habe mir nichts gemacht daraus. Davon. Aber ich habe mir entschließt, wenn Sie jetzt nicht sagen, Bulli, ich will werden deine Frau, dann nehme ich die nächste Steamer zurück nach Amerika und wir sehen uns nie mehr, nie wieder. Das würde mir aber wirklich sehr leid tun, Bulli. Mir auch. Wissen Sie was, wir sollten uns mal in Ruhe über alles aussprechen. Wir beide. Allein. Wir beide allein? Kommt, sei Bulli. Oh, haben Sie gehört? Ich glaube... Ja, ich glaube auch. Was machen Sie denn da? Ich gebe meine Schwiegermama eine Kiss. Und wenn Big Daddy kommt, dann kriegt er auch einen. Und wer küsst mir? Moment, ich habe meinem Mann noch nicht gesagt, dass meine Tochter beim Varieté ist. Wie, was? Das weiß er gar nicht. Nein. Oh, seien Sie ganz unberuhigt, wenn er mich fragt. Ich weiß ihn auch von nichts. Bulli! Coming! Herr Puffsboom, wo kommen Sie denn her? Von Struve, er hätte gern frischen Eisbügel. Ja, was hat er denn? Ach, Frau Stadtrat, Ihr Mann gefällt mir gar nicht. Er sitzt da drinnen mit dem Kopf voller Bienen. Wie bitte? Mit einem dicken Kopf. Und grübelt, wie er ihnen das beibringen soll. Ja, was denn? Ja, also, das ist eine heikle Angelegenheit, aber irgendeiner muss ihnen ja mal die Wahrheit sagen. Also, das Fräulein, das Sie für Ihre Tochter halten, das ist nämlich gar nicht Ihre Tochter. Doch, doch. Nee, nee. Das ist die Tänzerin Yvette. Die Tänzerin Yvette ist meine Tochter. Ja, ja. Was? Ja. Was, wirklich? Ja. Das muss ich ihm sofort erzählen. Nein, 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 nein. Das soll er von mir selbst hören. Ja, natürlich. Aber poolen Sie ihm das so ein bisschen vorsichtig bei. Ich meine, wenn er das noch zu wissen kriegt, in seinem Zustand, ich besorge ihm auf jeden Fall noch einen frischen Eisbeutel. Nur hilft das nichts. Nun muss ich mit der Wahrheit rausrücken. Wo bleibt Buchsbaum denn bloß mit dem Eis? Er holt das schon. Ach, du bist da. Ich hab gehört, du bist nicht ganz gut auf dem Damm. Mielchen, mir ist ganz kodderig.
Ich weiß, was dir im Kopf rumspukt. Ja? Meine Tochter. Aber sie ist doch nicht deine Tochter. Nur hör mir mal ganz ruhig zu. Nee, nun hörst du mir mal zu. Jetzt werde ich dir das alles erklären, solange ich noch mal ein bisschen Verstand zusammen habe. Hier ist der Eisbeutel. Ja. Oh, das hat ja richtig gezischt. Was wolltest du mir nun sagen? Ja, wie soll ich ihr das bloß beibringen? Vielleicht so. Stell dir mal vor, du hast einen Vogel. Ich glaube, du hast einen. Nein, du. Gut, dann haben wir beide einen. Also gut, dann haben wir beide einen. Und dieser Vogel, der fühlt auf einmal, dass er Mutter werden soll und legt Eier. Die liegen nun in seinem Nest. Nun muss der Vogel aber mal verreisen. Zu einer kranken Tante. Und als er wieder zurückkommt, da hat ihm jemand ein fremdes Ei ins Nest gelegt. Was soll das? Ja, nun lass mich doch mal ausreden. Nun kann es doch sein, dass der Vogel das gar nicht merkt. Ich meine, so eine Mutter kann ja nicht alle ihre Eier kennen. Nun glaube ich aber wirklich, dass bei dir da oben irgendwas durcheinander getrudelt ist. Nein, ich bin nur ganz klar im Kopf. Also, was ich meine ist, dass man sich heutzutage auch nicht mehr auf die, sagen wir mal, auf die Stimme des Blutes verlassen kann. Was ich meine ist, diese Dirn hier im Haus ist nicht deine Tochter. Natürlich ist sie meine Tochter. Nein, das ist sie nicht. Doch. Ach, Mielchen, dann hilft es nichts. Ich habe sie vor 2 Tagen in Hamburg kennengelernt. Das weiß ich. Ich war bei ihr in der Garderobe. Das weiß ich. Dann ist sie mir hierher achteran gereist. Das weiß ich. Das weißt du auch? Ja, und ich freue mich, dass ihr beiden euch so gut versteht. Oh, die Impfung kann wieder zu mein armer Struve. Und du hast ja nichts gegen? Ganz im Gegenteil. Ich wäre der glücklichste Mensch von der Welt, wenn sie für immer hier bliebe. Wenn wir drei immer zusammenbleiben könnten. Du, ich und sie. Nimm du den Eisbeutel. Und du bist gar nicht mal so ein bisschen eifersüchtig? Auf meine eigene Tochter? Aber sie ist doch nicht deine Tochter! Oh. Hello, Mr. Scooby! Wer ist das denn? Seien Sie mir gegruselt! Jetzt ist der auch noch hinterher gekommen. Ja! Also seitdem diese Person hier im Haus ist, ist das mit dem Fremdverkehr in den Zorn aber ganz schön vorangegangen. Was wollen Sie denn hier? Ich bin gekommen, Sie zu bitten um die Hand von Ihrer Tochter. Von Lotte? No. Von Miss Yvette. Sie ist nicht meine Tochter. Aber gut, gut, dass Sie da sind. So, und nun werde ich dir beweisen, dass sie das nicht ist. Er kennt sie nämlich ganz genau. Und er wird dir bestätigen, dass sie eine Tänzerin vom Varieté ist. Stimmt das? Oh no! Miss Yvette war noch nie und never bei die Varieté. Wie machen Sie mir den armen Kerl noch ganz und gar verrückt? Oh, pardon. Ich wollte dich stören. Oh, oh, oh. Gut, dass Sie kommen, Graf Koks. Wir haben uns doch in Hamburg kennengelernt. Bei Ihrer Tochter? Ja. Ich möchte nur, dass Sie mir hier vor meiner Frau bestätigen, dass diese Yvette eine Tänzerin vom Varieté ist. Was? Eine Tänzerin? Das ist das Erste, was ich höre! Ja! Fuchsbaum! Ich versuche sie zum letzten Mal. Dann wird sich heraussehen, ob ich nur verrückt bin oder ihr. Buchsbaum. Du bist mein bester Freund. Ein ehrlicher Christenmensch, der noch seinen Verstand zusammen hat. So gut's geht, ja. Sag du mir, ist diese Yvette eine Tänzerin vom Varieté, ja oder nein? Ja. Oh. Ha 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 ha!
diese Tänzerin meine Tochter, ja oder nein? Ja, also nimm mir das nicht krumm und ich kann da ja auch wirklich nichts für, aber sie ist wirklich deine Tochter. Nee! Was hat das zu bedeuten? Ich bin auf dem Himalaya geklettert. Papa, was machst du denn da oben? Ich bin ein Yeti. Wie siehst du denn aus? Sei vernünftig, komm da wieder runter. Nein, da unten ist es mir zu unheimlich, da kenne ich mich nicht mehr aus. Ich bleib hier oben auf dem Dach der Welt. Herr Stabber, darf ich mich eben vorstellen? Stellen Sie sich lieber weg, das ist gesünder. Ja, aber ich will doch Ihr Schwiegersohn werden. Schwiegersohn? Aha. Ja, Papa, stell dir vor, wir haben uns gerade eben verlobt. Ja, dann gratuliere ich auch. Ja, mein Onkel hat auch schon Ja gesagt. Onkel? Aha. Sie haben doch nichts dagegen, oder? Nee, Graf Dracula. Aber um das eine möchte ich euch doch bitten, wo ich nun schon bei der Verlobung nicht dabei war und bei der Hochzeit werdet ihr mich vielleicht auch vergessen, aber bei der ersten Kindstaufe, da wäre ich gern dabei. Naja, dann ist ja alles klar. Kommt mal alle mit raus. Was da grad? Ich gehe. Guten Flug, Graf Zeppelin. Komm mit, Fried. Vielleicht schließt du dich auch besser an, Bulli. Wie, was? Machst dich auch schon gehen? Ja, aber zum Abendessen. Da bist du wieder zurück. Hm? Auf Wiedersehen, meine beloved Braut. Goodbye, Herr Strandbart. Wollen wir denn nicht wieder auf die Erde zurückkommen? Ach, mein liebes Fräulein, haben Sie mich denn nun noch nicht lang genug gepiesackt? Wollen Sie denn nun nicht endlich meiner Frau sagen, wer Sie wirklich sind? Aber meine Mutter, die kennt mich doch schon seit ich geboren bin. So, das heißt... Mahlzeit, Vater, du hast vielleicht eine lange Leitung. Dann bist du wirklich... Mutter hat sich doch bloß nicht getraut, dir zu sagen, dass ich beim Varieté bin. Und du konntest dir das so lange mit ansehen, wie dein leibhaftiger Stiefvater Blut und Wasser schwitzt? Das ist die gerechte Strafe dafür, dass der strenge, moralische Stadtrat Struve in Hamburg doch tatsächlich seine Frau betrügen wollte. Hast du deiner Mutter alles erzählt? Natürlich nicht alles. Ja, du bist ein Prachtkerl. Ihr zwei zusammen. Ich freue mich ja so. Lieschen, wie konntest du bloß so eine entzückende, schnuckelige junge Frau, die ich gerade mit so viel Schmerzen gekriegt habe. Wie konntest du sie bloß so lange von mir verstecken? Du bist mir also nicht böse? Böse? Ach was, ich könnte tanzen. Puppchen, du bist mein Augenstern, Puppchen. Und was werden all die braven Hans Horner dazu sagen? Oh, und mein Schwäger. Schwupps, nun sitzt er wieder drin in seiner Kiste. Der Nee. Da kriegt mich niemals wieder jemand rein. Das ist aus und vorbei. So, der Graf ist weg. Wir sind wieder unter uns. Und ich kann da endlich mit rauskommen. Eine Schande wird, wie deine Tochter Charlotte uns angelogen hat. Hat sie das? Ja. Das wundert mich gar nicht. Wieso? Hier in diesem Kaff machen wir doch in einer Tour nichts anderes, als einer den anderen anzulügen. Und warum? Weil niemand den Mut hat, sich so zu geben, wie er wirklich ist. Und wer ist da schuld dran? Du und die anderen Moralfatzke. Ich muss doch bitten! Und du bist der Obermoralfatzke. Was? Sogar mein Mielchen hat mich angelogen und hat mir nicht erzählt, dass ihre Tochter eine Tänzerin vom Varieté ist. Die Libelle, die dich so in Rage gebracht hat, das hier
Das ist sie. Oh Gott, mir fehlen die Worte. Lieber Gott, gib, dass es so bleibt. Aber ich war ja noch viel schlimmer als mein Mädchen. Ach, die ganzen Jahre habe ich so getan, als ob ich auch diesen Moralschimmel hätte. Dabei hatte ich oft genug auch mal Lust auf so eine kleine Fietchenpuperei. Und vorgestern, als du mich nach Hamburg geschickt hast, da war es fast so weit. Ich bin nämlich gar nicht auf diesem langweiligen Kongress gewesen. Was? Das ist ja eine Unverschämtheit! Fuchsbaum, wo willst du hin? Ich dachte, ich wollte nicht stören. Oh. Du störst überhaupt nicht. Er war nämlich auch nicht da. Oh, Skandal! Ja, wir beiden, wir hatten was Besseres vor, nicht? Wir waren im Varieté und da habe ich eine Tänzerin kennengelernt. Die hat mir so gut gefallen, dass ich sie nach der Vorstellung zum Essen eingeladen habe. Und Blumen habe ich ihr geschenkt. Oh. Und einen Ring für 3000 Mark. Nee, oh Gott. Also, so das Geld verasen. Du kriegst einen Vormund. Wieso denn? Ich habe ihn nicht bezahlt. Das war Buchsbaum. Ich war da gar nicht dabei. Ich bin unschuldig. Ich war da nicht dabei. Nein, du warst um die Ecke vom Hauptbahnhof in Puff. Also, Herr Bumsbum. Da krieg ich ja schöne Sachen zu hören. Du wirst nun sofort auf der Stelle all deine Ehrenbahnen abgeben. Ja, kannst sie alle in den Tannenbaum hängen. Also, dass du noch mal in so einem Ton mit mir sprichst. Habe ich alles ihr zu verdanken. Sie hat einmal bei mir auf den richtigen Knopf gedrückt und da war er auf einmal da. Wer? Der wahre Jakob.